Lampukistan Gaming ist hier. Wir sind zurück bei Stellaris und heute kümmern wir uns darum, den ersten Planeten zu kolonisieren abseits unserer Heimatwelt. Da kümmern wir uns jetzt direkt und sofort darum. Hier ist unser Kolonieschiff und die ISS Goldfin schicken wir mal direkt hier hin. So, was wollten wir noch tun? Wir wollten unser Schiff hier noch bemannen. Das haben wir herausgefunden, wie das geht. Verwalten und dann können wir einen Anführer rekrutieren. Dann machen wir hier einen neuen Anführer. Und dann können wir mal schauen, der hier ist gut mit Anomalienforschung, Forschungsgeschwindigkeit, Biologie generell und Antrieb. Ja gut, dann machen wir mal den Anomalien, der bringt uns am meisten was. Und dann setzen wir den hier rein. Und dann kann der Typ uns hier das erste System erkunden. Ab geht's. So, was machst du hier? Konstruktionsschiff? Du bist schon fertig. Du hast hier nur so ein Ding gebaut. Hier ist fertig gebaut. Hier ist alles fertig gebaut. Ne, eine Forschungsstation können wir noch setzen. Kriegen wir theoretisch ein bisschen Physikforschung, müsste das sein, oder? Genau, das ist die Physikforschung. Die holen wir uns hier raus. Okay. Kolonieschiff ist auf dem Weg. Crashing Wave. Wir schicken mal unsere Militärflotte mit, ne? Nur für den Fall der Fälle, dass wir da was brauchen. Okay. Spiel läuft. Es darf erforscht werden. Es darf gebaut und expandiert werden. Wir können unserer Hauptstadt auch noch einen Typen hinzufügen, ne? Einen General. Schauen wir mal. Erfahrungszuwachs. Machen wir mal das hier, dann wird er schneller besser. Muk Sheikh Gangway ist unser Anführer. Okay. Bauen wir gerade was in unserer Stadt oder überlassen wir das... Oh, was haben wir hier? Ah, verfügbare Traditionen. Wir sind auf Entdeckung gegangen, da machen wir doch direkt weiter. Produktion Forschungsstation um 10% erhöht oder Erfahrungszuwachs um 25% erhöht und maximale... Wir machen erstmal das hier. Kriegen wir mehr Wissenschaftspunkte und so weiter, ne? Das kriegen wir dann 10% mehr. Weiter geht's. So. Kosmografie. Hier haben wir den schon an Typen zugewiesen. Und dem sagen wir, er soll diesen Planeten in einem ausgeglichenen Fokus erweitern. Kriegt da ein bisschen Resis von uns. So. Und dann kann er das mal eigenständig hier weiterbauen. Da müssen wir da nicht nach allem gucken. Menox-System ist erforscht. Kriegen wir gute Mineralien. Bisschen Energie-Credits. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, du machst da weiter. Geh direkt runter. Kolonieschiff ist gleich da. Wunderbar. Was hat ihr jetzt gemacht? Das Physik-Ding, ne? Okay. Militärflotte kommt auch nach. Gerade hier hochgezogen. Hier haben wir einen Planeten, aber der ist nichts für uns. Irtius 2, der hat nur 20%. Das könnt ihr vergessen. Das machen wir nicht. Hier haben wir einen, der ist so ein Mittelding-Planet. Ein ganz winziger. Schau ich das mal an. Der ist noch nicht mal... Der muss noch erforscht werden. Aber ich denke mal, der wird so 50% circa bekommen. Nee, nee, wir holen uns den hier, ne? Tiriok 3, das ist unser Planet, den wir haben wollen. 80%, das ist okay. 24er Planetengröße. Ja, schön. Okay, Konstruktionsschiff, was machst du? Komm, wir erweitern hier direkt unser Reich. Wir haben 229 Einflusspunkte. Ab geht's. Okay, Schiffswerft. Das können wir bauen. Wie viele Legierungen haben wir? 1,3k. Pass auf, wir machen mal direkt. Wir bauen mal ein bisschen, ne? Wir bauen mal ein Forschungsschiff, ein Konstruktionsschiff und eine Korvette direkt hinterher. Denn wir haben, ihr seht das hier oben, wir können 30 Schiffe aktuell in unserer Flotte beherbergen. Und das sollte man schon ein bisschen ausnutzen, ne? Wir brauchen ein bisschen Energie-Credits. Unbedingt, das sollten wir immer als erstes dann die Stationen bauen. Warum abgeschlossen? Genau, da ist jetzt irgendwas fertig geworden. Ich weiß nur gar nicht was. Wir haben, glaube ich, das hier, ne?
Anomaly found. Oh. Ein kleines rechteckiges Objekt auf der Oberfläche dieses Planeten reflektiert alle Scannerstrahlen wie ein Spiegel. Unsere Scanner können nicht feststellen, aus welchem Material er besteht. Das ist Schwierigkeit Routine, Forschungsdauer 118 Tage. Mach das doch mal bitte nebenher, ne? Okay, weiter geht's. Immer gleich die Anomalie mit erforschen lassen. Ja, die wird hier sehr imposant dargestellt. Die Anomalie. Wenn ihr hier nach unten drückt, seht ihr immer gleich, wo das Ding ist. Okay. Wir warten auf unsere Schiffe. Hier müsste die Kolonisierung eigentlich schon an den Start gehen. Hier ist unser Kolonieschiff. Durch das an. Dicker Brummer. Okay. Forschungsschiff, machst du was? Du bist fertig, ne? Dich haben wir gerade gebaut und dich schicken wir in die andere Richtung los schon mal. Können wir nicht. Ah, klar, der braucht natürlich jetzt einen Typen. Der braucht einen Typen. So, neuer Anführer. Forschungsgeschwindigkeit, Antrieb, Biologie oder... Ah, das sind alles nur so... Dann ist es eigentlich egal, dann nehmen wir den Jüngsten. Und dann können wir dich losschicken. Forschung ist fertig. Nachbrenner, jawohl. Neue Leistungsstärkegerät. Schubtriebwerke. Neue Forschung. Was machen wir? Rumpfstärke Korvetten plus 100. Wenn ihr das jetzt aufwertet, dann müsst ihr eure Schiffe zurückschicken. In die Basis. In die Schiffswerft. Und dann müsst ihr die wieder upgraden. Aber wir machen erstmal was Günstiges. Mehr Mineralien von Bergarbeitern. Okay, weiter geht's. Crashing Wave. Hier ist unsere Militärflotte. Okay. Kolonieschiff. Machst du was? Huch. Wo bist du? Zeig dich. Ah, du bist erstmal nur in den Sektor geflogen. So, jetzt wird hier Planet kolonisiert. Tyriok Prime. Bestätigen. Hier wird gebaut. Kommen nicht immer die Meldungen, ne? Ich glaube, das Konstruktionsschiff ist auch schon fertig und das kann einfach so loslegen. Das braucht keinen speziellen Typen drin. Würde ich sagen, die schicken wir schon mal hier hoch. Weil 4 Energie-Credits haben wir hier in diesem Ding schon. Das ist nicht schlecht. Der macht noch die Anomalie hier klar. Okay. Müsste unser Militärschiff eigentlich auch gleich an den Start gehen? Construction complete. Jawohl, das ist auch fertig hier oben. Und gleich expandieren. Wir haben Alien-Wandmalereien gefunden. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Haribas 1 entdeckten Wissenschaftsoffizier Foros Longshore und die Besatzung der ISS Water Nymph einen anscheinend zugeschnittenen mit Alienschrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf diesem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalereien hierher gelangt sind. Wir haben einen Spezialisten zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Situation log updated. Da müssen wir auch mal reingucken in dieses Echolog. Zwar in das Situationsprotokoll. Hier brauchen wir einen Wissenschaftler vor Ort. Das heißt, wir müssen einen Schiff da reinschicken, der diese Anomalie erforscht. Beziehungsweise diese Alien-Wandmalerei, ne? Dann haben wir den Vorläufer. Wir müssen Vultaum-Artefakte bergen und bewohnbare Welten erkunden. Dann kriegen wir ein bisschen Bonis. Sieg, Lampukistan, okay. Rang 2? Warum? Siegbedingungen wurden deaktiviert. Ja, wir wollen einfach mal drauf losspielen, ne? Start, los geht's. Erste Lampukistan-Kolonie! Jawohl! Unser Kolonieschiff hat eine seltene Lichtung im dichten Dschungel vom Tyriok Prime ausgemacht und ist dort gelandet. Der Landeort ist auf allen Seiten von üppiger Vegetation umgeben. Und zur Abwehr von Raubtieren wurden Wachdrohnen ausgesetzt. Wunderbar, wir kriegen Ingenieurforschung plus 150. Großer Tag für Lampukistan. Interessant. Im Arvin-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen, bis wir mehr über diese erfahren können, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Beta Menace gekennzeichnet.
Wir sollten vorsichtig sein. Okay, jetzt erreicht unseren Heimatplaneten die erste Meldung über außerirdisches Leben. Beunruhigend. Das ist hier. Da sind die... Alle, wie viele Typen sind denn hier? Oha. Construction complete. Wer bist du? Alien Raumstation? Unser Schiff ist fertig, ne? Sternbasis können wir noch nicht aufwerten. Aber wir können unserem zweiten Planeten einen Typen zuweisen. Das machen wir ganz einfach über den Kosmografen. Und ne, das ist der gleiche Sektor sogar, ne? Ne, ist er nicht. Pass auf. Tyriok Prime. Ah, nee, die Kolonisierung dauert ja noch. Genau, das ist das hier. Ja, wir haben jetzt, wir beginnen den Planeten zu kolonisieren. Und unten in der Mitte, kolonisiert Planet. Da seht ihr das, wie lange das noch dauert. Okay, gut. Wir haben es jetzt gestartet. Hier sieht man es übrigens auch noch, ne? Hier. Am 1.6.2212. Das dauert 5 Jahre. Sind wir fertig. Okay. Konstruktionsschiff, immer noch idle. Ah, du kannst noch nicht. Das System muss erst erforscht werden. Kein Problem. Packen wir mal die Sektoren hier weg. Und, nee, du bist hier. Du hast hier nichts zu tun. Das werden wir direkt ändern. 3 Bergbaustationen bauen. Oh, Leute, guckt euch das an. 12 Mineralien in dem System. Sehr gut. Wo war unser Platz in der Galaxie nochmal? Relativ oben, ne? Okay. 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 Gut. Forschungsschiff arbeitet. Dieses Schiff hier möchte ich ebenfalls in dieses System lotsen. 170 Tage. Und dann führen wir die 2 Typen zusammen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann haben wir eine schöne 4er-Truppe. Können wir die mal ein bisschen mitschicken? Theoretisch schon mal in dieses System. Wer weiß, was das hier ist, ne? So, du kannst weiter arbeiten und was erforschen. Ah, die schicken wir erstmal hier hin. 12 Mineralien, das ist richtig wertvoll. Okay, haben wir noch was zu tun? Forschung haben wir gemacht. Situationsprotokoll. Halt, da wollten wir noch was tun, ne? Wir hatten doch... Oh, was hier noch? Beta Menace. Die können wir jetzt so nebenbei erforschen. Da brauchen wir kein Schiff dafür. Dauert 15 Monate. Okay? So, wo war diese Alien-Wandmalerei? Hier oben. Das heißt, das lassen wir doch dieses Schiff hier gleich mitmachen. Wo bist du? Hier mit Viereck können wir da direkt sagen... Befehle einreihen und dann sollst du dieses Projekt erforschen, nachdem du das System aufgedeckt hast. Okay. Red Tide fügt sich gleich zu Crashing Wave hinzu. Dann expandieren wir unser Reich. Hier gehen wir auf jeden Fall noch hin und das hier holen wir uns auch, weil 4 Energie-Credits, das ist nicht schlecht. Jemand wurde aufgewertet? Stufe 2, Forest Longshore. Okay. Kann alles ein bisschen besser, ein bisschen schneller. Gut, gut. Schauen wir mal, hier ist das Ende dieses Armes. Wir sind am äußersten Arm von dieser... Ne, hier ist noch ein Arm, der hier rausgeht. Der Spiralgalaxie. Müssen wir schauen. Oh, guck mal, jetzt können wir uns den Planeten auch angucken. Hier ist er. Maribas 2, 80%, auch nicht schlecht. Okay, eine Anomalie wurde gefunden, erneut. Porima 6. Über diesen Planeten treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint es sich zur Energiegewinnung auf die Sonne verlassen zu haben. Erforsch das Ding mal nebenher bitte noch. Danke, weiter geht's. Okay. Jetzt kann unser Konstruktionsschiff doch hier schon mal starten.
Und unsere Territorien Nevada mit einer Sternenbasis. Die müssen wir immer als erstes bauen. Bevor wir hier die Bergbaustationen und Forschungsstationen setzen können. Okay, so, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir mal hier checken, ob wir die zwei Typen zusammenfügen können. Zusammenfassen. Genau. System Survey complete. Okay. Haben die Typen schon einen Commander? Nee, die brauchen auch noch einen General hier, ne? Aggressiv, Feuerrade. Feuerrade klingt gut, aber der ist 38 erst. Können wir nicht. Oh, wir haben keine Energiecredits. Okay. Energiecredits sind echt Mangelware. Da müssen wir unbedingt was tun. Wir bauen hier die Energiecredits gar nicht ab. Warum nicht? Okay. Jetzt kriegt ihr einen Anführer. Den Typen hier. Okay. Und dann würde ich doch echt mal sagen, wir ziehen die Schiffe mal hier rüber. Hier war eine feindliche Flotte. Wer weiß, was da läuft. Forschungsschiff macht nichts. Haben wir was in unserem Situationsprotokoll, was du eventuell tun könntest? Nee, ne? Das lassen wir schon machen hier. Okay. Oh, was ist jetzt los? Sonnensegler, den haben wir jetzt erforscht. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf. Der gibt uns plus 150 Ingenieurforschungspunkte dazu. Okay. Gut, gut. So. Du gehst erstmal hier in die Sackgasse rein. Okay. Konstruktionsschiff Menok, du machst noch was, oder? Bergbaustation bauen. Okay. Sollen wir eine dritte Kolonie schon gründen hier? Das ist empfehlenswert. Wir haben wenig Energiecredits und wenig Nahrung. Warten wir mal ein bisschen ab noch, ne? Erstmal ein bisschen expandieren. Okay. Bergbaustation, das gibt dick Energiecredits. Sehr gut. Jetzt haben wir unser Imperium schon ein bisschen erweitert. Wunderbar. Noch haben wir keine feindlichen Aliens getroffen, aber ich würde sagen, wir schnappen uns auf jeden Fall diese Ecke hier noch. Und eventuell hier oben ein bisschen noch was. Schauen wir mal, wie sich so... Ach, guck mal, hier sind die hingeflüchtet. Oder? Und hier ist nochmal was. Okay. Wir wissen nichts über die Typen. Die scannen selber dort. Okay. Plus 5 Befehle, der scannt das ganze System ab. Ja, ja, wir brauchen unsere Raumschiffe da unten. Unsere Militärschiffchen. Okay. Wir machen sehr wenig Energiecredits. Das ist mir ein bisschen gefährlich. Sol. Alles ist ein Sol-System. Sol ist aber nicht unser Sonnensystem, oder? Nee. Nee, nee. Spezialprojekt. Wissenschaftsoffizier Forer the Longshore konnte auf Haribas 1 gefundene Alien-Wandmalereien zumindest in Teilen übersetzen. Es handelt sich um eine Gedenktafel für eine ausgestorbene Alien-Rasse. Okay, das gibt uns 150 Ingenieurforschungspunkte und der Typ kriegt 200 Erfahrungspunkte hinzu. Hervorragend. Okay. Construction complete. Oha, was ist jetzt los? Gouverneur erlangt Eigenschaft. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Gouverneur Skef Gangway neue Eigenschaften entwickelt. Architektonisches Interesse. Das schauen wir uns direkt an. Der Typ müsste hier irgendwo sein, ne? Wo können wir den Typen angucken? Zeig dich. Hier ist er. Der Gangway. Rollen wir mal runter. Kostengebäude minus 10%. Kostendistrikte minus 10%. Baugeschwindigkeit Planeten. Oh, cool. Dieser Anführer ist stark an Architektur und Bautechniken interessiert. Sehr geil. Das ist ein richtig gutes Ding.
Okay, wir haben unsere Grenzen gut erweitert. Unsere Kriegsschiffchen sind auf dem Weg hier runter. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, um was es sich bei diesen Feinden oder Freunden handelt. Wir machen mal kurz Pause, ne? Und wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt einfach wieder rein ins nächste Video, Stellaris. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.